Sie gab vor, ein Mann zu sein. Das allein ist schon sehr, sehr verdächtig. Ist sie eine Hexe? Ja, Barton, nee, wie hieß der denn nochmal, der Sänger da? Welcher Sänger? Nicht Barton, meinst du? Nicht Drossel Bart, sondern der andere, der viel besser ist als, der genauso doof ist. Ach so, Paparotti. Ach, Paparotti. Herr Inspektor. Dankeschön, Barton. Das haben Sie sehr gut erledigt. Ja, alle, einen Moment bitte. Der Butler kann das Handy Victor nicht angetan haben. Er, sie würde sowas niemals tun. Und es auch nicht. Ich weiß. Bitte, lasst uns aussagen. Mich und mein Brieflein. Denn sie können euch ganz viel erzählen. Oh, ein Brief sagt mehr als 1000 Worte. Nee, Moment, das ist was anderes. Du meinst, ein Schwert ist stärker als 1000 Worte. Ein Käseschäler? Eine Feder ist stärker als 1000 Schwerter. Oh, das kann... Nein. Ich hab keine Ahnung. Ein Bild sagt mehr als 1000 Worte, kenne ich. Was sagt denn ein Video? Ein Blick! Ey, ein Bild sagt mehr als 1000 Worte und dieses Video... Das kannst du jetzt hochrechnen, wenn du jetzt ausgehst von 30 Bildern die Sekunde? Ja, das wollte ich gerade machen. Danke, dass du mich unterbrochen hast. Dieses Video sagt mehr als 30.000 Worte in der Sekunde. Hä? Frau Erling, wir zeigen es Ihnen. Zeigen wir Ihnen, dass Sie falsch liegen. Was zum... Sie wissen ja nicht, wie viel für den seligen Herrn Lewick ihr getan habt. Frau Post. Puff. Nun gut, das leuchtet ein. Ich gewähre euch diesen Wunsch. Wunschverbrauch. Dann verbrennt sie. Erklärt dem Gericht die Beziehung zwischen Frau Erlington und Herrn de Victor. Oh, ja, bitte. Ich will auch die ganzen schmutzigen Details über die Beziehung zwischen Frau Erlington und Herrn de Victor wissen. Das klingt. Sie haben sich gegenseitig Orba eingeschenkt. Oh Gott. Oh Gott, ich will's nicht wissen. Ich will keine schmutzigen Details mehr. Sie haben sich gegenseitig Orba eingeschenkt und deine Reaktion ist, oh Gott. Ja. Spricht für Orba. Ja, ach, wer macht denn das die ganze Zeit schon runter? Na, jetzt geht's los. Also, die waren ein Liebespaar, wir wissen das doch. Der Alchemist und sein Butler hält die Messlatte. Jeffrey. Das klingt jetzt aber auch wieder wie so ein yep. Film. Wie ein Filmtitel aus der Branche. Ja. Ha. Die ersten vier Worte reichen schon. Das ist die Beziehung zwischen den beiden gewesen. Miss Erlington, erklären Sie uns die Beziehung zwischen Ihnen und Herrn de Victoire. Mein Meister nahm mich. ja, das leuchtet ein. Vielen Dank. Nun, irgendwelche Fragen? Ja, wir wollen Details hören. Wie nahm er sie denn auf? Wie nahm er sie denn? Er nahm mich auf. Wie das? Mit Audacity. Oder mit Camtasia. Was ist das denn? Das ist ein Programm, mit dem man Stimmen aufnehmen und wiedergeben kann. Hexe, verbrennt sie! Okay. Okay, 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 okay. Aber machen wir jetzt mal wieder richtig weiter. Auch wenn es schön war. Mein Meister nahm mich. Eine Wildfremde. Auf ich werde in seiner Schuld stehen. Deshalb könnte ich ihm niemals nach dem Leben trachten. Trachten. Weder mittels Magie noch irgendwie sonst. Herr de Victoire war ein wunderschöner Mensch.
Er war es, der mir die Arbeit in der Zukunft, in dieser Zunft empfahlen. Was rede ich für eine Scheiße? Du sagst auch, er nahm mich. Andererseits auch auf meine Anweisung hin. Stimmt. Ich habe jetzt gerade geschaut, ob hier nochmal er nahm mich irgendwo stand. Er hat mir davon erzählt, wie er sie nahm. Über die Verschwiegenheitspflicht. Ich habe sie noch kein einziges Mal verletzt, nur der Herr de Victoire. Also, Miss Arlington. Ja, genau. Gewiss, das leuchtet ein. Herr de Victoire beschwor Angst darauf, da er ein Amethyst war. Doch er war zugleich ein Mann. Ein Stein und ein Mann wie ein Stein. Ah. Gehüllt von stetem Tropfen. Welchem Tropfen? Köstritzer Schwarz. Oma und Tomatensaft. Und zudem von vortrefflichem Charakter. Oh, Tomatenorber, Torber. Torber? Bah, das wird ja eklig sein. Ja. Gut. Wenn du noch 4 Früchte dazu gibst, hast du schon Multivitamin wahrscheinlich. Ja. Dann schmeckt's wieder gut. Ich war doch noch gar nicht fertig, was stand denn da? Irgendwas mit Bürger. Bürger? Warum würde jemand einen solch bewundernswerten Mann töten wollen? Diese Frage sucht mich seit längerem heim. Egal wie viel ich darüber nachdenke. Ich komme zu keinem Punkt, wo ich sagen würde, ja, das leuchtet ein. Hinter den Untaten der Hexen verbirgt sich selten ein Grund. Das ist es, was sie zu Hexen macht. Die Untaten. Die Untoten. Die Untoten. Untote Hexen. Wohlan beginnt mit dem Verhör. Wer ist denn dieser Wohlan schon wieder? Der mit dem Verhör jetzt beginnt. Das will ich genau. Greif mal an, ob er sie wirklich nahm. Wann habt ihr begonnen, Herrn de Victoire zu dienen? Es dürfte nun 5 Jahre her sein. Wie alt war sie da? 8. Davor hatte ich alles verloren. Ich hatte auf dieser Welt nichts und niemanden mehr, auch keine Kleidung. Da wurde Herr de Victoire auf mich aufmerksam. Ihr hattet alles verloren? Ja, beim Glücksspiel. Ja, ich bin ein unglaublicher Schussel. Achso, okay. Aber das war beides schön. Das war, als Herr de Victoire mir half. Er nahm mich. Und gab mir Arbeit. Was hat sie wohl durchgemacht, bevor sie begann, Jobs für Herr de Victoire zu absolvieren? Wer hat sie wohl durchgemacht? Entschuldigung. Bud Spencer. Und der Richter. Die Kleine war ganz schön heiß. Ja, komm, im Vergleich mit Bud Spencer sieht jeder wie eine zu 8-Jährige aus oder eine 12-Jährige. Später, als ich meinem Meister bei seinen Forschungen half, brachte er mir sogar Lesen und Schreiben bei. Hör auf, Robert! Lern Was? Lesen und Schreiben. Ach so. Sie meinen, die schaffen das? Ganz bestimmt. Ich konnte dank meines Meisters lange sehr komfortabel leben. Aber leider manchmal nicht sehr komfortabel gehen oder sitzen. Ja. Ich weiß nicht viel über Arlington. Aber sie scheint mir keine Person zu sein, die jemanden ermordet, dem sie alles verdankt. Jeder Mensch in den Mauern dieser Stadt weiß, wie gut ihr Herrn de Victoire gedient habt. Fahrt nun bitte mit eurer Aussage fort. Ihm tut sich aber kein Platz mehr, verdammt nochmal! Wir sitzen schon, der Prozess und ich! Und der Prozess ist echt fett! Nehmt euch gefälligst ein eigenes Taxi! Die ganze Gerichtsakte muss ja auch noch mit reinpassen. Und da ist jetzt schon Pia Post mit drin. Moment mal!
Ihr behauptet, ihr hättet keinen Grund, Herrn de Victoire zu ermorden? Ja, fragt den Menschen in der Stadt. Den Menschen? Jeden sogar. Nicht nur den, sondern jeden. Ich bin mir sicher, ihr werdet mir alles beipflichten, werdet das Publikum. Ja, das ist richtig. Winter. Dies ist korrekt. In der Tat. Es ist wohl bekannt, dass Jean Erlington Herrn de Victoire treu ergeben war. Sie war ihm treu. Es ist kaum vorstellbar, den verehrten Meister brutal zu ermorden. Für sie. Oder so? Oh mein Gott. Ich glaube, du wirst langsam müde, oder? Ich glaube auch. Das Problem ist auch, ich sitze jetzt weg vom Bildschirm, als sonst spricht die Schrift ist für mich kleiner als sonst, weil ich jetzt hier unten sitze. Weiter weg und weil ich habe hier diesen Wippstuhl und ich kann mit dem nicht näher ran. Oh. Aus logistischen Gründen. Hier unten steht so Zeug rum. Tomatensaft. Da steht so einiges da unten, ja, ja, ja. Was steht denn da alles unten? Achso, du kannst mit deinem Stuhl nicht weiter vor, weil das da, oh Gott. Ich verklemme mich dann immer mit dem Schreibtisch, das ist das Problem. Okay. Obwohl ich sonst ja nicht so verklemmt bin. Okay, ja. Fürwahr, das leuchtet ein und das Gericht teilt diese Meinung. So, und Sie kriegen ein Stück und Sie kriegen ein Stück und Sie kriegen ein Stück davon. Auch nur ein Stück Meinung für Sie. Durch wie viel haben wir die Meinung jetzt geteilt? Was ist denn der kleine gemeinsame Nenner? Ein Ung. Ein Ung. Deswegen feiern wir auch heute noch den Tag der deutschen Einung. Ich habe jedenfalls Herrn de Victoire des Öfteren aufgesucht, um etwas über Beweise zu erfahren. Vor allem in Drogenangelegenheiten. Ist das Zeug echt und ungestreckt? Sehr schön. Und das Gericht kann bestätigen, dass es starke Sachen bei ihm gab. Oh. Auch zwischen ihm und Frau Erlington. Gab es was Starkes. Glaubt ihr immer noch, dass sie mit einem Motiv aufwarten können? Ein Motiv? Jean Erlingtons Mordmotiv. Karus. Dieses Motiv trage ich immer nur, wenn ich jemanden umbringe. Erlington hat eine Menge riskiert, um ein kleines Portal an der Wand zu beschwören. Sie ist extra bei Aperture Science eingebrochen und hat eine ihrer Gerätschaften entwendet. Apertosh? Das klingt so wie Apple und Macintosh. Aperture Science. Ja, hast du gesagt am Anfang. Ja, irgendwie schon. Appintosh. Appintosh. Und dann hat sie de Victoire ermordet. Aber was war ihr Orbatosh. Motiv? Mordmotiv vorschlagen? Ein anderes? Hä? Erstmal Pause machen. Ja, machen wir mal. Mir fällt kein Grund ein, warum Erlington de Victoire ermorden sollte. Ich sollte besser warten, bis ich an verwertbare Informationen gelangt bin. Biologisch abbaubare. Ich glaube, wir haben alles gehört, was uns die Zeugen erzählen können. Wir werden nicht mehr von ihnen erfahren. Sophie. Frau Erlington würde niemals Herrn de Victoire ermorden. Und doch ist er tot. Und wenn man sich überlegt, wer ihn umgebracht haben könnte. Geht es Ihnen gut, Herr Wright? Der Mord geschah definitiv. Daran kann niemand rütteln, aber... Jetzt haben wir gleich Game Over und Maya wird hingerichtet. Nur weil du gesagt hast, keine Ahnung. Oh Gott, war der Mord tatsächlich das primäre Ziel des Täters? Worüber denken Sie nach, Mr. Wright? Ich schätze mal, ich sollte nun auch andere Möglichkeiten in Betracht ziehen. Oh Gott. Ich sollte nicht versuchen, an mehr Infos zu kommen, sondern vielleicht besser den Fall aus einer anderen Perspektive betrachten. Hä? Vielleicht war das jetzt sogar genau richtig, was wir gedrückt haben. Vielleicht? Ich habe etwas nachgedacht. Vielleicht ziehen die wieder die falschen Schlüsse. Was, wenn
Wellingtons Ziel ein anderes war, als der Viktor aus dem Weg zu räumen. Oh oh. Hat sie ja nicht, sie hat ihn ja da sitzen lassen. Was war? Keiner reagiert, schade. Was? Nochmal? Was? Ob es ein anderes Ziel gab, als ihn aus dem Weg zu räumen, habe ich gesagt, sie hat ihn doch da sitzen lassen. Oh. Deswegen musste Pia Pozzi auch umständlich an dem Toten vorbei den Brief da aus dem Regal holen. Ja. Nein, sie hat ihn doch nach draußen befördert, wie du festgestellt hast. Das stimmt, aus dem Fenster geworfen dann, ja. Damit er frische Luft kriegt. aber das ist ja das Schlimme. Weißt du, woran Herr der Viktor gestorben ist? An Herzenskummer. Liebeskummer. An Liebeskummer. Denn wie du schon bereits erwähnt hast, Erlington hat ihn sitzen lassen. Aber zu diesem Zeitpunkt war er doch schon tot. Also ich würde sagen, wir machen hier mal erstmal ein Stöppchen. Ein Stöppchen? Ein Stöppchen. Ah, machen wir. Gut. Weil mir und fällt auch gerade ein Orber. Ein Orberchen. Ist gar nichts da, trinkt. Sonst Orber. Nichts! Ach so! Oh, ist das nicht klar, dann lass das mal. Magnesium-Mangel. Zugeklappt, eingepackt. Wir sind wieder weg. Tschüss. Verteidigung, beginnen Sie mit dem Kreuzverhör. Jawohl. Nun, jetzt kannst du dich beweisen. Wenn dein Klient unschuldig ist, dann muss der Zeuge in seiner Aussage gelogen haben. Gleiche die Aussage mit den Beweisen ab. Es muss sich ein Widerspruch ergeben. Finde ihn. Widerspruch? Genau. Die Beweise enthalten den Schlüssel zur Wahrheit. Schnapp ihn dir. Okay. Ich versuch's. Also, euer Ehren, in der Aussage des Zeugen befindet sich anscheinend ein klarer Widerspruch. Oh, aber wo denn bitte? Ja, also, ich finde, wir sollten uns alle zusammensetzen und ihn gemeinsam finden, nicht wahr?